werde ich meinen Teamkollegen für die Saison 2019 vorstellen. Hi, ich bin Dennis Marschall, ich bin 22 Jahre alt und ich darf mir dieses Jahr das Auto mit der Carry teilen für HCB Rotonic Racing. ADAC GT Masters ist eine mega schwierige Rennserie, aber ich freue mich auf die Aufgabe mit dir und ich denke, wir werden ein gutes Jahr zusammen haben. Ja, also zuerst war natürlich der Kontakt mit HCB Rotonic zustande gekommen und dann wurde eben zusammen überlegt, welche Fahrerpaarung ist möglich, und Carry kenne ich schon eine Weile. Wir sind schon früher zusammen auf der Kartstrecke gewesen und verstehen uns eigentlich schon immer recht gut. Und ich denke, zusammen bilden wir eine ganz gute Kombi. Ja, ich denke, Carry hat bereits 2 Jahre GT3 Erfahrung. Ich glaube, da brauche ich ja nicht viel erklären, da weiß sie, was sie macht. Allerdings konnte ich jetzt 2 Jahre im ADAC GT Masters fahren. Das heißt, ein bisschen die Abläufe, Strategie, wie läuft was ab, da kann ich ja vielleicht unter die Arme greifen. Und ich denke, da bilden wir zusammen dann ein ganz gutes und starkes Team. Ja, in der GT Masters bin ich natürlich der Rookie, aber trotzdem denke ich, dass ich von Dennis viel lernen kann in der Sache. Ja, das ADAC GT Masters ist natürlich eine extrem starke Rennserie, wenn nicht sogar die stärkste in Europa. Von daher ist es immer extrem schwierig, auch vorauszusagen, wo man im Endeffekt landen wird. Ich denke, wir haben uns ein bisschen als Ziel gesetzt, unter die ersten 10 zu kommen. Ich denke, das ist ein ganz realistisches Ziel und vielleicht klappt der ein oder andere Top-10-Platz ja, und denkt, dann freut man sich auch. See you on track!